Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Pet Simulator X. Vor einer Woche kam das neue Pet Simulator X Update raus. Es gibt neue Pets, neue Regionen. Es wurde inzwischen auch die Tech Coins Cap erhöht, wie ihr hier sehen könnt. Und es wird langsam Zeit, dass ich mal wieder ein paar Pets verschenke. Ich gucke einmal hier rein, weil ich glaube, ein, zwei Pets sollten fertig sein. Ja, das hier ist fertig. Okay, das wär's. Die anderen werden alle erst in 5 Stunden fertig. Das Video ist wie alle meine Videos natürlich ein paar Tage vorproduziert. Wenn ihr das hier seht, dann ist gestern wahrscheinlich kein Pet Simulator X Update rausgekommen. Und Preston lässt sich da ja immer sehr gerne 2 Wochen Zeit. Ich hole jetzt meine Daily Rewards ab. Und meine Aufgabe ist es erstmal, bevor ich weitere Pets verschenken kann, weitere Pets zu hatchen, weil ganz so viele Pets habe ich bisher noch nicht. Ich habe schon eine Menge, aber es reicht noch nicht so ganz. Also teleportiere ich mich jetzt rüber zum Tech Shop und wir gucken einfach mal, was ich so aus den Eiern ziehen kann. Die Chance auf die Huge Hack Cat, die ist ja jetzt verdreifacht worden. Das heißt, vielleicht schaffe ich es ja sogar, die Cat zu ziehen. Ich glaube immer noch, dass es unmöglich ist für mich, diese Cat zu ziehen. Aber wir werden jetzt einfach mal schauen, was dabei rumkommt. Ich weiß nicht, soll ich mein Auto-Delete Epic reinhauen? Ich werde Epic nicht Auto-Deleten. Ich werde das jetzt einfach durchziehen, so wie es ist. So, wir stellen uns hier hin. Ich schmeiß meinen Autoklicker an und dann gucken wir einfach mal, was dabei rumkommt. Golden Hack Cat. Oh, die Lautstärke ist ziemlich hoch. Augenblick. So, schon viel besser. Ich hatte die Lautstärke noch ziemlich hoch eingestellt, weil ich vorher noch andere Spiele gespielt habe. Aber Pet Simulator ist immer so laut. Mein erster Hexolotl ist sehr, sehr gut. So soll es jetzt weitergehen. Ich hoffe immer noch, dass ich vielleicht noch ein paar mehr von den Mythicals ziehe. Und im Optimalfall, das hoffe ich so sehr, die Huge Hack Cat ziehe. Das wäre so genial, wenn ich das schaffe, die zu ziehen. Aber wir werden es sehen. Rainbow Hexigator ist immer schön. Golden Hacked Cat kann man sich auch gönnen. Die ganzen Pets, die werde ich ja alle gleich nochmal zusammenfusen. Und wenn wir die dann zusammengefused haben, habe ich genug, um an euch noch ein paar Pets zu verschenken. Das Video soll aber auch nicht ewig dauern, deswegen werde ich das hier durchspeeden und jetzt erstmal meine Klappe halten. Mein erster Mythical, endlich! So muss es weitergehen. Ich hoffe, ich ziehe davon jetzt noch weitere. Vielleicht auch in Rainbow. Das wäre doch perfekt. Wir werden es sehen. Und da sind meine Tech-Coins schon alle. Hat ja nicht lang gedauert, nur 10 Minuten. 10 Minuten lang Eier geöffnet und ein Mythical habe ich gezogen. Aber auch sehr, sehr, sehr viele Epic-Pets, die ich jetzt alle Gold machen werde, dann alle Rainbow machen werde, dann alle fusen werde. Ich werde sie wahrscheinlich erst alle fusen, oder? Wir gucken mal, was es so für Fuse-Techniken gibt. Dafür gehen wir einfach mal zum Beach. So. Und hin zur Fuse-Maschine. Einmal kurz alle Pets anequippen und wir fusen jetzt einfach mal ein paar Hack Cats zusammen. Sagen wir mal 5 Hack Cats in Gold. Machen wir eine Rainbow Hack Cat. Alles klar, okay. Ich muss da ein bisschen mehr rauflegen. Verstehe. Gut. Dann versuchen wir es einfach mal mit 7 Hack Cats in Gold. Und die machen wir auch eine Rainbow Hack Cat. Okay. Dann please 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Hack Cats. Geben mir einen Hexigator. Okay. Wir versuchen es noch. Noch ein Versuch mit den Hack Cats in Gold. Dann sind sie sowieso aus. Ah, dann habe ich jetzt sowieso nur noch 7. Machen wir trotzdem. Und noch eine Rainbow Hack Cat. Na gut, dann haben wir die jetzt schon mal Rainbow gemacht. So, wenn wir aber 12 normale Hexigator fusen. Unable to fuse pets. Try with other pets. Okay. Dann versuchen wir es nicht mit 12, sondern mit 8. Und wir kriegen einen goldenen Hexigator. Das war schlecht. Das war wirklich schlecht. Wir versuchen es mal mit 10. Und kriegen noch einen Golden Hexigator. Okay, ich glaube, das bringt uns nichts. Wir müssen die Pets erstmal Rainbow machen, bevor wir versuchen können, hier weiter Legendaries zu fusen. Dann gib mir noch einen Augenblick, mach die Dinger noch schnell Gold und danach Rainbow. Und dann hoffen wir einfach mal, dass wir danach was Gutes mit den fusen können. Die Hexolotl mache ich natürlich auch Gold. Und das letzte, was ich noch fusen kann, Hacked Raccoons.
Und das wär's. Oh Gott, Leute, ich bin so fertig. Ganz im Ernst, das hasse ich wirklich am allermeisten an Pet Simulator, dieses blöde Gold machen. Es dauert so lange. Und ich habe jetzt wieder fast 10 Minuten dafür gebraucht. Das ist die Ausbeute, diese ganzen goldenen Pets. Nicht mal so viele. Und die muss ich jetzt auch alle nochmal Rainbow machen. Und danach kann ich sie fusen. Nee, ich werde sie erst Rainbow machen. Einfach nur, um nicht mehr das Risiko zu haben, dass ich dieselben Pets in Rainbow zurückbekomme. Wobei, doch, ich werde sie an der Fuse-Maschine... Ich werde sie an der Fuse-Maschine Rainbow machen, weil da ist die Chance, glaube ich, höher, dass ich mit weniger Pets die in Rainbow bekomme. Wenn ich jetzt zwei spiele. Wenn ich jetzt hier 5 Hacked Cats reinmache. Ne, sagen wir, ich packe 4 Hacked Cats rein in Gold. Dann kommt bei mir trotzdem eine Rainbow Hacked Cat raus. Und das, obwohl die Chance bei 4 Hacked Cats an der Rainbow-Maschine gar nicht so hoch wäre. Bei 3 Hacked Cats kommt auch eine Rainbow Hacked Cat raus. Also, die Hacked Cats macht ihr am besten über die Fuse-Maschine. Am besten über die Fuse-Maschine. Unable to fuse Pets. Okay, jetzt hat er es nicht geschafft. Genau, und jetzt werde ich immer wieder 3 Hacked Cats zusammenfusen. Da gibt es dann nämlich nicht die Chance, dass die Pets für immer weg sind. Und ich kriege die ganze Zeit Rainbow Hacked Cats zurück. Lustigerweise sagt er manchmal Unable to fuse Pets. Keine Ahnung warum. Okay, die 3 hier kann ich nicht zusammenfusen. Ah, jetzt. Ja, manchmal sagt er das. Ich will die zusammenfusen. Danke. Okay, ich mache 4 Pets einfach nur, weil er zu oft nervt mit Unable to Fuse Pets. Aber ich muss sagen, das ist eine gute Methode, um Pets Rainbow zu machen. Weil es gibt nicht das Risiko, dass es fehlschlägt. Warte mal, habe ich vergessen alles, was ich gesagt habe? Ich habe jetzt einfach einen goldenen Hexigator zurückbekommen. Was sollte das denn? Ich meine, der goldene Hexigator ist besser als eine normale Hacked Cat, aber trotzdem das. Ah, das hat mir jetzt nicht gefallen. Egal. Ich schmeiß den zusammen und pack noch einen Hacked Raccoon rauf. Und krieg wieder einen goldenen Hexigator, ich kann es nicht fassen. Naja, aber wenn ich jetzt die goldenen Hexigator alle zusammenfuse, dann müssen auch Rainbow Hexigator dabei rumkommen. Oder, ah ja, Rainbow Hack Cats, das gibt ist das Risiko. Okay, da muss ich dann 4 zusammenpacken, geht auch nicht. Gut, versuchen wir es mit 5. 5 gehen, okay. Dann packe ich halt 5 zusammen. Ist immer noch eine bessere Chance. Na, manchmal kriege ich Hack Cats. Muss ich mitleben, muss ich mitleben. Also bei den Hexigatern geht es dann nicht ganz so gut. Bei den Hack Cats geht es auf jeden Fall. Sehr zuverlässig dann. Und die letzten Hexigator werden wieder zu einem Hexigator. Perfekt. Jetzt haben wir noch ein paar Rainbow Hacked Cats. Ein paar Rainbow Hexigator. Und jetzt gucke ich einfach mal. 4 Rainbow Hacked Cats werden... Breaking Bad completed. Okay. Werden zu einem Rainbow Hexolotl. Es funktioniert also. So, wir gucken jetzt nochmal weiter. Sagen wir jetzt einfach mal 3 Rainbow Hexigator. Werden auch zu einem Hexolotl. Perfekt. Dann nehme ich jetzt die ganze Zeit 3 Rainbow Hexigator. Weil was anderes kann ja auch gar nicht rauskommen als Rainbow Hexolotl. Dann mache ich das. Jetzt ordentlich Rainbow Hexolotl gönnen. Einfach nur durch Fusen. Perfekt. Wenn ich jetzt hingegen Rainbow Hacked Cats zusammenfuse, gibt es das Risiko, dass ich keine Hexolotl bekomme, sondern dass ich Hexigator bekomme. Aber ich probiere es trotzdem einmal aus. Und Unable to Fuse. Okay, ich versuche es nochmal. Unable to Fuse. Okay, ich versuche es mit 4 Pets. Und da kommen dann die Hexolotl raus. Perfekt. Dann mache ich es halt mit 4. Aber er sagt jetzt die ganze Zeit, unable to fuse Pets. Komm schon, Bruder, lass mich machen. Lass mich machen. Jetzt gönn doch. Er gönnt gar nicht mehr. Er lässt es einfach gar nicht mehr zu. Okay, ich mache einfach mal mit 5. Jetzt aber bitte. Okay, die Maschine, die streikt, wenn ich diesen mache. Meine letzten 3 Hacked Cats. Dann packe ich da noch einen Hacked Raccoon rauf. Einen North Pole Wolf. Danke. Oh nein! Nein, ich habe versagt. Jetzt habe ich einen Rainbow Hexigator bekommen. Egal. Wir unequippen die wieder und gucken jetzt mal, wie viele Hexolotl kann ich zusammenfusen, um einen Rainbow Hexolotl zu bekommen. 3. 3 reichen. Okay. Dann werde ich es auch immer mit 3 machen. Es sei denn, er meckert jetzt wieder rum. Unable to fuse Pets. Jetzt mecker doch nicht rum, Bruder. Dankeschön. So, jetzt habe ich noch ein paar Hexolotl. Aber die kann ich safe nicht zusammenfusen. Da kommt bei nichts rum, oder? Unable to fuse Pets. Okay. Wir haben jetzt auf jeden Fall eine Menge Rainbow Hexolotl. Ich könnte es jetzt noch Dark Matter machen, aber das würde viel zu lange dauern. Wir müssen die jetzt so nehmen, wie wir sie haben. Und wenn ich mich nicht irre, dann wird Roblox Victor mir auch noch ein bisschen was in die Bank reingepackt haben, wo ich dann mich bedienen kann. Gucken wir mal in meine Bank und... Ah, Victor hat noch nicht gegönnt. Dann schläft er wohl noch. Er hat angekündigt, dass das jetzt so um den Zeitraum herum tun wird. Der es nicht getan hat, muss ich halt mit den Pets leben, die wir hier drin haben. Und dann nehme ich mal eure Bankeinladung an. Hier ist die erste Bankeinladung, die nehme ich natürlich an. Und pack dir dann auch deinen Rainbow Hexolotl rein. Ihr habt ja gesehen, die Ausbeute war nicht ganz so krass. Deswegen kann ich nicht so ultra viele Pets reinpacken. Aber ein paar kann ich immer bei euch jetzt in die Bank legen. Dann die Bank natürlich verlassen und in die nächste Bank reingehen. So. Du kriegst von mir dann natürlich auch noch einen Rainbow Hexolotl. Bitte sehr, viel Spaß damit. Danke, tschüss. The Best Gamer. Hier kriegst du von mir auch noch einen Rainbow Hexolotl. Wenn man so einen Rainbow Hexolotl hat, dann kann man auf jeden Fall sehr gut jetzt mitfarmen.
Rashid Roblox, dir habe ich auch schon ein paar Mal was geschenkt. Ich kann mich an dich erinnern. Der packe ich jetzt auch noch einen Rainbow Hexolotl rein, verlass die Bank und gehe dann bei Brawler rein. So, da dann auch noch einen raufpacken und die Hexolotl, die sind bald alle. Ist nicht zu fassen. Aber die sind auch ziemlich krass. Ich meine, guckt euch die mal an. Ich gehe mal hier in die Bank rein. So, gehe auf Deposit. Und die sind ja hier in diesem Bereich. Die Rainbow Hexolotl sind stärker als Dark Matter Center Paws. Die kann man ja immer noch Dark Matter machen. Das müsst ihr bedenken. Man kann die immer noch Dark Matter machen. Aber ich habe leider jetzt nicht die Zeit, um die Pets auch für euch Dark Matter zu machen. Also müsst ihr es selber machen. Ich hoffe aber, die Leute, die jetzt Pets von mir bekommen, die freuen sich darüber. Dann habe ich auch ein paar Bankeinladungen abgearbeitet. Und ihr könnt mir dann wieder neue Einladungen schicken. Weil das ging ja jetzt wieder eine Weile lang nicht, weil ich länger kein Pets um Lato X mehr gespielt habe und dementsprechend auch länger keine Pets mehr verschenkt habe. Deswegen finde ich auch ganz angenehm, gehen die Bankeinladungen gerade nicht hoch. Das war ja früher richtig anstrengend. Immer wenn ich eine Bankeinladung abgearbeitet habe, kam die nächste unten rein. Damit bin ich jetzt zum Glück durch. So, die nächste Person ist dran, kriegt von mir noch ein Hexolotl. Tada. Und dann kann ich die Bank verlassen. Hier sind gar keine Pets drin. Das finde ich auch immer gut. Ihr solltet nicht einfach so random Leute zu eurer Bank einladen. Der Typ geht kein Risiko ein. Das finde ich sehr stabil von ihm. Weil theoretisch könnte ich jetzt hier so in die Bank reingehen. Könnte ich hier jetzt in die Bank reingehen und sagen, diesen Hexolotl, den gönne ich mir mal. Und diesen Rainbow Alien Parasite. Rainbow Ghoul Horse. Nice. Was es hier alles so gibt. Aber mache ich natürlich nicht. Ich habe da kein Interesse dran. Aber andere Leute, die Pet Simulator X spielen, haben da wahrscheinlich sehr viel mehr Interesse dran. Der sollte der auf jeden Fall nicht so hohe Risiken eingehen. Aber das finde ich auch ganz schön. Guckt euch einfach mal diese Bank an. Aber die Bank ist auf Tier 2. Wahrscheinlich hat er einfach nur irgendwelche Pets hier abgelegt. Aber lasst mich einfach in meinem Glauben, dass das jetzt die besten Pets waren, die er hat. Dann wäre das zumindest ziemlich cool, ihm so ein Pet zu schenken, weil ihm das ziemlich krass nach vorne boostet. Ich meine, jede Person, die mir eine Bankeinladung geschickt hat und noch nicht so weit in dem Spiel ist, die kann mit dem Rainbow Hexolotl locker Pet Simulator X durchspielen. In kurzer Zeit. Das ist eigentlich gar kein Problem. Das habe ich ja neulich mit Pace zusammen gemacht. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann schaut es euch auch gerne an. Ich hatte viel Spaß zusammen mit Pace, habe ihm Pet Simulator X gezeigt. Wir haben auch herausgefunden, dass Preston jetzt die großen Kisten länger warten lässt, bis sie wieder zurückkommen. Was ganz gut eigentlich ist, damit man in Ruhe auch die Lootbags aufsammeln kann. Ich gehe jetzt hier mal wieder auf Deposit. Bald habe ich gar keine Rainbow Hexolotl mehr. Das ist so schlimm. Ihr seht schon, ich verschenke gerade schon die Hexolotl, die in meinem Inventar sind. Also verschenke ich sozusagen gerade meine besten Pits an euch. Aber was tut man nicht alles? Jetzt ist natürlich noch Louis LOL XX2 dran. Hallo? Please verlassen. Ah, ich bin kein Member der Bank. Okay. Okay, die Bank war verbuggt. Nettle kann ich auch nicht. Okay, bei John Birke hat es jetzt funktioniert. Keine Ahnung, manchmal ist es ein bisschen verbuggt. Oh mein Gott. Ah ne, ich habe gerade gedacht, dass das, was in meinem Inventar ist, in der Bank war. Aber nein, habe ich nur verwechselt. Ich bin manchmal ein Idiot. So, kann ich hier noch ein Hexolotl reinpacken? Not enough space in the bank, dann tut's mir leid, Bro. Aber was ist das denn? Glitched Unicorn? Nicer stuff. Coole Pets, ich verlasse die Bank, tut mir leid. Dir konnte ich leider nichts reinpacken. Dann gehen wir zu Stanley Bro rüber, der kann keine weiteren Member aufnehmen. Dann gehen wir zu Fix rüber und packen dir jetzt noch ein Rainbow Hexolotl rein. Können die Bank verlassen. Und mein letzter Rainbow Hexolotl geht an Ian, der Pro. Gehen wir auf Deposit, packen meinen letzten Rainbow Hexolotl rein. So, hier in der Pet natürlich nur die legendären Level 2 und 3 Pets drin. Ich verlasse die Bank von Ian, der Pro. Ja, und Adno, tut mir echt leid. Für dich war da nichts mehr übrig. Ich kann dir aber noch Deposit. Ich kann dir noch einen Center Paws anbieten. Die sind da auch ganz schön. Und die werden auch immer seltener, die Center Paws. So, um den nächsten Leuten noch Pets zu schenken, muss ich noch ein bisschen weiterfarmen. Das werde ich auch die Tage machen. Wenn ihr das Video seht, habe ich ja schon ein paar Tage gefarmt. Da habe ich gestern auch gestreamt. Werde wahrscheinlich gestern im Stream auch weitere Pets verschenkt haben. Also, falls ihr heute nichts bekommen habt, habt ihr vielleicht was im Stream bekommen. Und falls ihr da nichts bekommen habt, dann könnt ihr immer noch versuchen, mir neue Bankeinladungen zu schicken. Wenn meine Einladungen gerade nicht voll sind, dann ist die Chance auf jeden Fall sehr hoch, dass ihr von mir ein gutes Pet in die Bank gepackt bekommt. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Das war's und ciao!